Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind kritisch gescheitert dabei, hier mit den harten Eclipse-Söldnern fertig zu werden. Dabei haben wir über Funk erfahren, dass die Oberbossin eigentlich alleine hier sein sollte, weil sie hat alle verfügbaren Einheiten schon losgeschickt, um uns abzufangen. Und jetzt stehen hier plötzlich 12 Asari-Frontkämpferinnen hinter mir und wollen mir ans Leder. Normalerweise bin ich ja für Asari-Frontkampf, aber nicht an jedem Tag. Ich habe Kopfschmerzen, ja? Wenn ich fürchterlich ehrlich bin. Ich habe Kopfschmerzen und ich fühle mich einfach nicht. Deswegen wechsle ich jetzt auf die Handkanone. wechsle ich nicht. Habe ich nämlich schon. Dann gehe ich jetzt... Wo gehe ich denn jetzt hin? Hier hin. Hier fühle ich mich wohl. Dann ärgere ich dich hier. Oh Gott. Irgendwie kamen die Schüsse sehr langsam raus. Sehr komisch. Ja, aktiviere mal deine Kampfdrohne. Ich versteck mich hier in der Ecke. Ich weiß gar nicht, ob ich die wieder... Ja, du musst weg. Du musst weg. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Wo ist mein Raketenwerfer? Ach ja. Stirb. Jetzt siehst du mich. Ja, die Chefin ist tot. So gehört sich das. Du bist immer noch am Leben, das gefällt mir. Ja, komm. Ich nehme nur mal den Raketenwerfer rausgeholt und schon ist alles erledigt hier. Hätte ich letztes Mal schon machen können, wahrscheinlich. Kampfdrohne aktivieren. Verbrennung bereit. Ja, okay, wir haben nur noch nicht gewonnen. Nur ein Wunschtraum. Geht's dir gut, Kasumi? Geht's dir gut? Ja. Okay, da hinten ist noch einer, der ist halb tot. Jetzt machen wir euch fertig. Ja, dafür benutze ich keine Munition. Wie demütigend, hä? In der Nähe des Shuttles könnten noch mehr Eclipse-Söldner sein. Ich will sichergehen, dass Oriana und ihre Familie sicher an Bord gelangen. Gut. Schauen wir uns ein bisschen um hier. Und ich denke, du solltest auch mal Hallo sagen zu dem Baby, was du entführt hast. Und einfach mal schauen, wie es dem so geht. Ja, das würde ich, also der mittlerweile fast Frau, das würde ich mir nicht entgehen lassen an deiner Stelle. Wer weiß, wann du die nächste Chance zu sowas bekommst. Und ich sehe hier niemanden mehr. Es ist niemand hier. Oh, ein Schmuckstück, cool. Aber gleich. Erstmal durchsuchen wir das sichere Terminal. Oh, das ging schnell. Dieses Medaillon enthält ein Bild mit einer Asari und einem männlichen Menschen. Es sieht nicht teuer aus, ist aber bestimmt von sentimentalem Wert. Ein Medaillon abliefern. Eine Asari finden, die nach einem verlorenen Medaillon sucht und es ihr geben. Oh, wie romantisch! Ich wünschte, ich hätte ein Inventar, wo ich mir das angucken könnte. Das ist... Was ist das? Jakob, Geschenk der Größe. Ja, das ist eine der Missionen, die wir noch nicht gemacht haben. Steht hier nichts von, oder? Ach doch, da, verlorene Tochter, ja. Meine Güte, was bin ich, verplant. Dann wollen wir mal. Ich kann nicht glauben, dass Niket mich verkauft hat. Ich habe es nicht mal kommen sehen. Wie auch. Trotz ihrer ganzen Upgrades sind sie ein Mensch. Genau wie der Rest von uns. Aber ich habe zugelassen, dass es persönlich wird. Und deshalb versagt. Warum haben sie verhindert, dass ich ihn töte? Ich hätte es gekonnt. Aber zuzusehen, wie ihn dieses Asari-Miststück niederschießt. Ja, nicht seinetwegen. Nicht sein. Aber er war ja ein interessanter Charakter. Darin, dass er sich dafür zu interessieren schien, dass sie das Baby gestohlen hat. Und das fand er unmoralisch. Aber andererseits hat er zugegeben, dass er sich hemmungslos hat kaufen lassen. Also ich verstehe es nicht komplett, was in seinem Kopf überhaupt vorgegangen ist. Aber das stimmt wohl. Wenn es dein einziger Freund war, das ist dann die Person, die du am allerwenigsten umbringen willst. So hat die Asari ihn umgebracht, du hast sie umgebracht, du hast Rache genommen, du kannst ihn in bessere Erinnerung halten und wachst wahrscheinlich nachts nicht schweißgebadet auf und erinnerst dich daran, wie du ihn abgemurkst hast. Der war kein Kämpfer. Sie hatten noch etwas für ihn übrig, selbst nachdem er sie betrogen hatte. Sie haben recht. Und mein Vater wusste das.
Er hat es gegen mich verwendet. Es war schon immer so. Mein Vater hat mir alles gegeben, was ich je wollte. Aber es gab immer einen Haken, der seinem langfristigen Plan in die Hände spielte. Ich habe bei meiner Flucht alles weggeworfen, was er mir je gegeben hatte. Außer Niket. Eine Schwäche meinerseits. Den Satz fand ich auch gut, gerade den mit, er hat mir alles gegeben, was ich wollte, aber es war immer Teil eines längerfristigen Plans. Und zwar seines längerfristigen Plans. Langfristigen Plans, wie auch immer. Den Gedanken habe ich über den Unbekannten. Eine Schwäche. Du bist auch nur ein Mensch. Ich nehme an, wenn du den nicht gehabt hättest, dann wär's vielleicht den Bach runtergegangen mit dir. Sie können nicht aus Sicherheitsgründen alles wegwerfen, woran Ihnen etwas liegt. Schon okay, Shepard. Mein Vater hat mir wehgetan, aber er hat mich nicht gebrochen. Was er auch versucht hat, um mich genauso zu machen, wie er es wollte. Ich bin doch ich selbst geblieben. Gibt es noch andere alte Freunde, die Ihr Vater gegen Sie verwenden könnte? Nein. Mit allen anderen habe ich den Kontakt abgebrochen. Jeder, dem ich jetzt nahestehe, arbeitet für Cerberus. Oder für Sie. Mein Vater ist mächtig. Aber mit dem Unbekannten legt er sich nicht an. Ja. Du hast deine Schwester behalten, das stimmt schon. Die ist aber kein loses Ende. Sie haben noch Orianna. Die hat mir nicht mein Vater gegeben. Ich habe sie gerettet. Aber, ja, Sie haben recht. Ich habe noch etwas. Danke. Ich will die sehen! Ich will die sehen! Erhöre mich. Kein Zeichen von Eclipse. Anscheinend alles in Ordnung. Da ist sie. In Sicherheit. Mit ihrer Familie. Kommen Sie, wir sollten gehen. Wenigstens mal in die Nähe gehen, bisschen zuhören. Wenn es nicht zu hart ist, wenn es nicht zu schwierig für dich ist. Wollen Sie nicht mal Hallo sagen? Es geht nicht darum, was ich will. Es geht darum, was das Richtige für Sie ist. Je weniger sie über mich weiß, desto besser. Sie hat eine Familie. Ein Leben. Ich würde das nur unnötig verkomplizieren. Ja, aber es wäre sehr gesund für dich. Sie muss ja keine Einzelheiten erfahren, aber wäre es wirklich so schrecklich, wenn sie wüsste, dass sie eine Schwester hat, die sie liebt? Nein, wohl nicht. Gehen Sie. Wir warten hier. Ich hoffe, wir kommen mit. Die sieht dir gar nicht ähnlich. Was gut ist. Na gut schon, aber die hätte sich nicht unbedingt als Schwester vorstellen müssen. Huiuiui, das war gut auch. Gut, dass sie nochmal hingegangen ist und dass wir das auch nicht gesehen haben, denn was auch immer die da geschrieben hätten, hätte wahrscheinlich nicht meiner Vorstellung entsprochen. Mirandas Schwester und Familie wurden erfolgreich nach genauer Ort unterdrückt. Verbracht? Was? Zerstör hier, der Unbekannte hat aufgegeben, ordentlich zu schreiben. Neue Arbeitsstelle der Mutter sichert sorgenfreien Lebensstandard. Werde Orianna nur aus Sicherheitsgründen weiterhin beobachten. Miranda Lawson ist für Cerberus zu wichtig und Orianas Wohlbefinden ist der einfachste Weg zur Sicherung ihrer Loyalität. Du hast also eine Geisel. Sag das doch einfach. Miranda ist Cerberus gegenüber weiterhin loyal und vertraut jetzt Shepard. Ob es da noch eine Alternative gibt, Miranda ist Cerberus nicht mehr loyal, aber vertraut noch Shepard? Das wäre viel schöner für mich. Ein Schmetterangriff. Oh, das klingt gut. Und ein neues Outfit, damit du nicht immer wie eine Hure rumläufst. Ja, da bin ich nochmal sehr gespannt auf das neue Outfit. Das war
Meine Güte, das war Dialog. Das war guter Dialog. Und Mirandas Mission war auch richtig schön. Hat mir gefallen. Ich frag mich jetzt, wo wir rauskommen, wo wir jetzt sind. Und was ich zunächst mache, was ich als nächstes mache. Ich bin ja eigentlich sehr neugierig auf Miranda und die nächsten Dialoge. Wir haben gerade eine Meinungsverschiedenheit. Würden Sie bitte eingreifen, bevor die beiden das Schiff zerlegen? Oh mein Gott. Ich kümmere mich darum. Machen Sie ein paar Fotos. Edi macht Fotos. Wenn Sie mich anfassen, verteile ich Sie auf der Wand, Schlampe. Es reicht. Schluss jetzt, alle beide. Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus' Experimente an mir falsch waren. Das war nicht Cerberus, nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben. Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen. Wow, 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 wow. Oh, Shepard, ja, komm zwischen die beiden Frauen, du lebensmüder Idiot. Geh doch einfach. Geh doch einfach. Erspar dir den ganzen Stress. Shepard, tu's nicht. Unsere Mission ist zu wichtig, um sie von persönlichen Gefühlen gefährden zu lassen. Ich scheiß auf Gefühle, ich will sie einfach nur tot sehen. Sie wissen beide, was wir vor uns haben. Sparen Sie sich Ihre Wut für die Kollektoren auf. Ich kann unsere Differenzen beiseite legen, bis die Mission erledigt ist. Sicher? Ich leiste meinen Beitrag. Wäre doch schade, wenn sie stirbt, bevor ich sie selbst filetieren kann. Kommen Sie beide jetzt klar? Es ist gut, dass Sie rechtzeitig vorbeigekommen sind. Solange sie ihren Job macht, ist alles in Ordnung. Danke, Shepard. Cool. Super cool. Wirklich. Okay, der Stuhl steht auch wieder ordentlich. Oh, Shepard hat schon wieder seine Schmerzen. In der Schulter. Ja, dann reden wir mit Miranda. Klar, dazu sind wir hier. Ich hab mich nämlich gerade gefragt, bevor die Cutscene losging, ob ich zurück zum Schiff gehe, um noch einen Dialog mit ihr zu haben, bevor wir weitermachen auf Ilium. Aber anscheinend wird mir das abgenommen. Nochmal danke, Shepard, dafür, dass Sie die Zeit opfern, mir mit meiner Schwester zu helfen. Ich hätte Oriana ohne Ihre Hilfe nicht rechtzeitig erreicht. Oh-oh. Ich bin froh, dass Niket versucht hat, alles wieder gut zu machen. Danke, dass Sie mich aufgehalten haben, Commander. Ich muss Shepard mal umziehen. Das sieht ein bisschen sehr spießig aus. Sind Sie zufrieden mit der Umsiedlung Ihrer Schwester? Sie hat jetzt, was ich immer für sie wollte. Ein normales Leben. Und die Freiheit, ihren eigenen Weg zu finden. Und sie weiß, dass sie eine ältere Schwester hat. Eine Freundin. Ah, okay. Ich hätte die andere Option wahrscheinlich zuerst sagen sollen. Über Niket. Aber das wird für immer... ja... in der Vergangenheit bleiben. Was haben sie gesagt? Das ist natürlich... Nö, Zukunft. Werden Sie wieder mit ihr sprechen? Ich weiß es wirklich nicht. Zum ersten Mal plane ich nicht so weit in die Zukunft. Ich werde nach unserer Mission darüber nachdenken. Ich muss mich konzentrieren und sie braucht Zeit, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Okay, dann fragen wir vielleicht doch, was sie gesagt hat. Sie haben mir nie gesagt, worüber Sie gesprochen haben. Ich habe mich vorgestellt. Ihre Familie war schockiert. Sie ist natürlich schnell damit fertig geworden. Sie ist so klug wie ich. Sie spielt Geige. Liebt das Adagio von Nielsens Fünfter, genau wie ich. Sie möchte in der Kolonieentwicklung arbeiten. Hat auch einen Witz darüber erzählt. Sie ist wirklich lustig. Das haben wir nicht gemeinsam. Okay, also entscheidend ist Musikgeschmack genetisch und witzig sein ist Erziehung. Haben wir das auch geklärt? Schön, dass du mal grinst. Schon witzig. Ich dachte, Ihnen ging es nur um den Job. Schön, dass da noch irgendwo ein Mensch steckt. Die Mission ist zu wichtig und lässt keine persönlichen Gefühle zu. Och nein. Trotzdem danke, Commander. Meine Schwester ist wieder in Sicherheit und daran waren Sie maßgeblich beteiligt. Ich werde das nicht vergessen. Okay. Wir haben keine Romanze angefangen. Wäre auch ziemlich, wie soll man sagen,
Interessant von Commander Shepard, das direkt nach so einem emotionalen Höhepunkt oder nach so einer Tortur zu machen. Ja, Shepard ist anständig. Shepard macht sich nur an absolut ausgeglichene Frauen ran. Nicht wahr, Ashley? Yes. Okay, hallo Fische, ihr seid meine einzigen Freunde. Ziehe ich mich nochmal ein bisschen um und dann schauen wir nochmal kurz nach den, ja, ich glaube, ich muss mir da mal was runterladen. Da gibt's doch bestimmt irgendwelche alternativen Outfits, die nicht alle so dämlich aussehen. Aber gut, das wird's fürs Erste tun. Relikt. Ich liebe das Relikt. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal eine E-Mail? Ja, nein. Nein, ich habe was vor. Was habe ich vor? Waffen gucken. Genau, Waffen gucken. Maschinenpistolen schaden, upgraden und so Sachen. Das will ich unbedingt machen, bevor ich es vergesse. Und wo kann ich Mirandas neues Outfit sehen? Ja, Fragen über Fragen. Wichtige Fragen. Gruppe? Ja, nee, vielleicht doch nicht. Müssen wir warten, bis wir das Schiff das nächste Mal verlassen. Sehr, sehr schade. Dann schauen wir mal. Maschinenpistole schaden. Iridium. Ja, das habe ich mehr als genug. Da können wir total loslegen. Jetzt ist auch die extra Munition freigeschaltet. Wunderbar. Mehr Munition. Das gefällt mir sehr. Ich glaube zwar nicht, dass ich mehr Munition für mein Maschinengewehr brauche. Nee, denke ich echt nicht. Aber gut. Das hätte ich ganz gerne. Mehr Schaden für meine Handkanone. Naja, müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, hier ist wieder Platin gefordert. Naja. Aber was soll's. Muss man ja machen. So, und jetzt hier kann ich mir was klauen von einem meiner Gruppenmitglieder. Das werde ich jetzt erforschen. Und dann wollen wir mal schauen. Oh, da steht also, was ich machen kann. Die Warp-Munition wurde mir ja unter anderem empfohlen. Weil interessant. Die Beschreibungen hier sind natürlich nicht so schön. Inferno-Granate, das wäre nach dem Namen her, was ich nehmen soll. Saez-Fähigkeit. Inferno-Granate. Und hier die viel nettere Blendgranate. Warp-Munition? Absorbiert biotische Energie in erhöhten Schaden. Ja, da ist halt die Frage, was ist passiert, wenn ich auf Leute schieße, die keine biotische... Okay. Ich raff's. Meine biotische Energie. Nicht die der Gegner. Ja, ich war kurz verwirrt. Ja, das ist einfach nur gemein. Mordin, ja. Das ist gemein. Energieentzug. Cooles Bild. Oh. Das hätte in diesem Kampf nützlich sein können. Energieentzug. Eigene Schilde stärken. Aber wir kämpfen häufig gegen Gegner, die gar keine Schilde haben. Sondern nur Panzerung und Lebenspunkte. Der Schmetterangriff, das klingt natürlich einfach nur geil. Es sieht auch geil aus. Außerdem verursacht der beträchtlichen Schaden. Ich habe generell nie jemanden dabei, der eine Munition kennt. Also nehme ich die Warp-Munition, ja. Hätte ich auch schneller machen können. Zur Not muss ich halt nochmal Element Zero farmen gehen, zum Umskillen. Haha, schön. 50% mehr Munition. Das ist Irrsinn. Wollen wir mal ganz kurz Kelly anhauen und sagen, du hast neue E-Mail. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich weiß, Schatz. Ich weiß, von Lisbeth Bainham. Hey, Shepard. Ich habe gehört, was Sie auf Ilium getan haben und möchte mich dafür bedanken, dass Sie Zeus Hope schon wieder geholfen haben. Ich erinnere mich nicht so komplett, wer du bist und was das mit Zeus Hope zu tun hat. Wir haben überlebt, wenn auch knapp. Die meisten von Exogeni sind weg und ich bin als Gesandte geblieben, um dafür zu sorgen, dass von dem Torianer nichts zurückgelassen wird. Wir können dieses Problem nicht nochmal brauchen. Was habe ich denn auf Ilium für dich getan? Außerdem tut es mir wirklich sehr leid, dass ich auf sie geschossen habe. Das habe ich zwar bestimmt schon mal gesagt, aber ich wollte es nochmal wiederholen. Viel Glück und nochmals danke. Dank Ihnen lebt Zeus Hope wieder. Ja, das ist ja die Kolonie, wo wir
ich glaube, gerade so viele Kolonisten in Mass Effect 1 erschossen haben, dass die Kolonie noch überlebte, die von dem Torianer kontrolliert wurde. Ich weiß allerdings nicht, was das mit Ilium zu tun hat. Aber vielleicht bin ich da auch gerade schwer von Begriff und sollte aufhören. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.